Willkommen zurück, Freunde, hier zu Super Meat Boy aus der Dark World. Und im dritten Level sind wir mittlerweile schon in der Dark World. Wow, schon. Und wollen wir mal gucken, wie wir uns hier so anstellen. Alter, war das schön? Das war schön. Ein schöner Start. Durchaus. Damit kann ich leben. Fuck, jetzt habe ich gerade voll Bullshit gemacht, weil ich dachte, Alter, wo geht's lang? Nee, passt alles. Okay, und auch wir wieder ein A-Plus direkt bekommen. Sehr, sehr schön. Wo muss ich hin? Ja, ach so, da ist ein Pflaster. Wir können das Level auf jeden Fall nochmal kurz angehen. Ich will die Wiedergabe gar nicht speichern. Falscher Knopf. So ein Scheiß. Schauen wir mal kurz. Jetzt sieht man wieder, wie schön ich da vorhin durchgekommen bin. Und wie shitty ist. Wie soll ich das denn machen? Wirklich? Ich glaube, da muss ich direkt mit dem ersten Sprung so krass hochrutschen, ja. Ich so das Gefühl. Yes, okay. Hui. Nein! Und dann macht man den Sprung natürlich falsch. Ah, herrlich. Herrlich. Nee. Genau. Jetzt verkack es nicht, Wizards. Volo von Wizard. Scheiße. Oh. Fuck. Ich fand den Anfang eigentlich... Nein! Da wollte ich wieder schneller sein. Ich fand den Anfang eigentlich ziemlich einfach des Levels. Aber für das Bandage jetzt ist es schon sehr, sehr übel. Und jetzt mache ich nur noch Bullshit. Okay. Gut. Warum springe ich denn dann ab? Ich hätte es doch locker nochmal versuchen können. Aber man denkt sich immer, oh, man kann vielleicht schon... Fuck it. Man kann vielleicht schon abspringen. Aber es würde mächtig Zeit sparen. Und das wäre ja voll gut. Ups. So, wir haben das Bandage. Und jetzt einfach rüber, genau. Ich habe halt zu viel Angst, in die eine Kreissäge zu kommen. Was Bullshit ist, weil das ist nicht so schwierig. Wow, cool, im Dunkeln. Donkey Kong Country. Hype. Ich mag Donkey Kong Country. Ich mag Donkey Kong Country, aber ich weiß nicht, ob ich diese Stelle hier mag. Ups. Und rüber. War das ein A+? Ich habe es jetzt nicht gesehen. 7 Sekunden braucht man. Zeig mal kurz. Hört ihr auch zu? Ja, okay. Das musste locker ein A+ gewesen sein. Können wir da oben eigentlich lang? Ich würde fast sagen... Was ist denn da oben? Ist das... Ich muss bestimmt da oben lang für das A+. Machen wir nochmal. Dann eben so. Shit. Eigentlich dachte ich, ich bin voll in die Säge gesprungen. Hab mich halt schon tot gesehen. Okay. Irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich auch das Gefühl für dieses Spiel bekomme. Von dem alle reden. Dieses Gefühl, dass es ist gut spielbar. Oh fuck, die Säge habe ich gar nicht gesehen. Alter. So geht das nicht, Wollo. Du musst da schon so rüber. Kommst du nicht drum herum, Herr Wizard? Shit. Da war ich nicht direkt hoch genug. Da war ich eigentlich zu hoch am Anfang. Sollen hier nämlich gar nicht so hoch sein. Ups, und... Wow, Alter, nein, willst du mich... Alter, verarsch mich doch nicht, Meat Boy. So, ihr Bandage Girl einfach einsammeln können und alle wären glücklich gewesen, hätten gesagt, ey, ja, keine schlechte Leistung, der Wollo. Ja, nicht so schlecht. Oh, wir haben Glitch Girl. Damit kommen wir in die Glitch World. Was dumm ist. Ich will gar nicht in die Glitch World. Sind wir aber drin. Jetzt müssen wir da durch. Wie soll das... Hat man aber jetzt auch... Da hat man tatsächlich nur diese 3 Leben Zeit, glaube ich. Was wäre denn, wenn ich hier lang gehe? Dann wäre Arsche verlecken angesagt, weil da geht es irgendwann nicht weiter. Ich ahne Fürchterliches. Ich ahne... Oh Gott. Und einfach Glück. Glück, da musst du ja richtig... Musst du ja voll Glück haben. Alter... Was zur Hölle? Ja, jetzt haben wir keine Chance mehr, direkt wieder in diese Glitch-World zu kommen. Es passiert halt nur gelegentlich, dass man da rein kann.
Ja, ne? Ganz entspannt. Also, dieses Glitch-Ding gehe ich sehr entspannt an. Da habe ich eigentlich auch gar keine Motivation zu, das zu machen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Darf ich natürlich nicht, ne? Okay, ich habe voll Bock auf die Glitch-World. Voll heiß. Ah, Bullshit. Okay, mach schon ein paar kaputt, Meatboy, am Anfang. Und dann hier rüber und, ja, schön. Schön, schön. Nee, so nicht. Boah, wie mache ich das denn am besten? Ist auch schon wieder schwierig. Da muss man schon mal ein, zwei Gedanken an das Level verschwenden. Also viel zu wenig. Und sogar das. Ich habe das Bandage. Das Bandage habe ich. Das ist gar nicht so schlecht. Und wir haben den Headcrab von Half-Life freigeschaltet. Und ich würde gerne zurück zur Karte, weil ich will ja noch das Level da auf A+ beenden jetzt. Ich meine, die Bandages sind erstmal nur, solange ich sie kriege. Ne? Wie gesagt. Das A+ ist auch so lange, wie ich es kriege. Aber. Oh, Bullshit. Aber das A+ möchte ich tatsächlich länger erholen als die Bandages. Da habe ich schon so. Habe ich schon so meine Ansprüche. Bin da ein anspruchsvoller Mann. Und ich habe das A+. So. Jetzt ins nächste Level. Dankeschön. Ich sehe schon. Ah, okay. Ich muss zwischenlanden. Hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich nicht zwischenlanden müsste. Die kleine Säge da ist gut platziert. Liebe Entwickler, habt ihr das sehr gut gemacht. Die stört. Die stört genauso, wie ihr es wolltet. Und das ist alles sehr, sehr... Wow. Okay. Krank. Ich meine, das ist die erste fucking Welt von der Dark World, ne? Wo das noch hingeht, Leute, ist halt so schrecklich. Wenn ich drüber nachdenke, okay, das wissen wir jetzt. Blindsprung. Nie so schön. Ich mir halt echt überlege, wo das hier noch hinführt, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der scheiß Wahnsinn. Mir ist noch nicht ganz klar, was ich jetzt überhaupt zu tun habe. Ich weiß gerade nicht, was ich hier zu tun habe. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht einfach auf die andere Seite rüber und dann... Von da aus... Ja, nee. Das ist auch Bullshit schwer. Wow! Schwierigkeitsgrad-Level Bullshit ist immer unschön. Oh, sehr, sehr unschön. Komm schon. Okay, Meatboy, wir überlegen uns das, ne? Wir machen hier ein bisschen was kaputt, dann springen wir da drauf und dann haben wir's. Nein! Oh Gott, dumme Fehler sind so dumm. Oh. Dumme Fehler, Leute. Alter. Dumme Fehler. Aber wisst ihr, was echt gut an diesem Spiel ist? Wenn du irgendwas Krasses geschafft hast, ne? Kommst du dir auch vor wie so ein richtig krasser Typ, ey. Richtig krasser Typ kommst du dir dann vor. Jetzt komme ich mir zum Beispiel vor wie ein krasser Typ. Habe ich geschafft. Das macht dieses Spiel sehr gut und das motiviert dann auch vermutlich. Bisschen auf... Oh, fuck! Und ich dachte, nein, jetzt habe ich den Start verpennt. Ich habe nicht... Naja, geht glaube ich schnell. Ja, machen wir so. Den Start sollte man natürlich nicht verpennen. Das ist dumm. Woohoo! Da ist eine Warp-Zone, aber... Nein! Aber ich hatte halt gerade einen guten Lauf, deswegen dachte ich mir, hey, das gönne ich mir mal, ne, diesen guten Lauf. Das könnte ein A+ sein. Alter Falter, ey. Mein Gott. Und jetzt in die Warp-Zone. Wunderbar. Dann zeig mal her. Super Meat Boy. Ein guter alter Atari 2600 Grafik. Wobei, ne, der Atari... Der Atari wäre hieran verreckt und ich verrecke hieran gerade auch. Wir müssen da hoch. Die meisten Level... kenne ich ja tatsächlich. Vom Sehen. Ne? Also ich habe es natürlich schon mal als Let's Play gesehen. Hab dieses Spiel auch schon mal Will ich dieses Bandage? Will ich dieses Bandage haben? Nee, ich will es nicht.
glaube, ich entscheide mich, dass ich das nicht will. Aber das ist es nicht wert. Ich meine, so ist es gut machbar. So ist es gut machbar. Aber das Bandage? What? Ey. Mm. Nein! Nein, Meat Boy! Please! Bleib oben! Bleib oben! Wir müssen oben bleiben. Das sind halt wieder diese fucking kleinen Drecks-Sprünge. Wow. Oh, nee, Game Over ist halt von ganz vorne in diesem Bereich, ne? Das ist ja das Schöne an der, ja, das ist das Schöne an einer Warp Zone. Ein Game Over bedeutet, tu es nochmal. Boah, tu es doch nochmal. Nochmal, macht Spaß. Findest du? Dumm. Fucking dumm. Ja, nochmal macht Spaß. Ist halt echt so. What? Was? Ey, was? Hab ich doch beim letzten Mal. Ich da doch so lang? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. War beim letzten Mal viel leichter. Okay, Bandage. Girl. Das hier ist eigentlich auch, das ist leicht, aber ich glaube, ich versuche es jetzt doch nochmal mit dem Pflaster. Ah, man kann das schaffen. Man kann das schaffen, natürlich, man kann alles schaffen, aber... Es ist halt... Bullshit-mäßig schwer und jetzt müssen wir das noch nach Hause... Ne, wobei, das müssen wir nicht mehr nach Hause bringen. Das haben wir jetzt nach Hause gebracht. So oder so muss ich das nicht nochmal holen. Das ist das Gute. Boah, Alter. Wie er abgeht. Wie er abgeht. Wie er abgeht. Fick die Henne. Das ist krass. Boah, du bist krasser Typ. Dankeschön. Läuft doch eigentlich ganz gut, ey. Also, läuft jetzt nicht super schlecht. Kann man gar nicht... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn am schönsten? Weil es muss auch irgendwie schnell gehen. Das ist... Puh. Wirklich? Boah, keine Ahnung. Ich bin gerade ein wenig schockiert. What? Komm schon. Okay, jetzt können wir rüber. Oh, scheiß Ben. Aua. Okay, oh doch, okay doch. Das geht am Anfang. Oh, please. Ich denke mal, ich kann mich da vernünftig festhalten. Hm. Aber das Bandage, ey, versuche ich das. Ja. Es ist schon in gewisser Weise packt dich das schon irgendwo, dass du es dann halt auch echt wow, bekommen willst. Ich glaube, das geht mit anderen Charakteren vielleicht leichter. Es gibt auch tatsächlich Bandages, die man, glaube ich, nur mit anderen Charakteren bekommen kann. Weiß jetzt nicht, ob dieses hier da... Boah, wie soll ich das denn machen? Weiß nicht, ob das dazugehört. Das ist halt jetzt gerade so shitty. Ich würde sagen, ich gebe dem Ding noch 3 Versuche. Also 3 Versuche, in denen ich auch wenigstens in die Nähe des Dings komme. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit... Oh, please, Meat Boy, please. Wir haben das doch gerade so... Wir haben doch gerade so einen schönen Lauf dabei. Erinnerst du dich? Erinnerst dich, ne? Wir machen jetzt zurück zur Karte, wir lassen das. Ich hatte einen Glückslauf. Ich nehme diesen Glückslauf hin. Der war gut. Und ich will das nächste Level sehen. Wow, okay. Bullshit-Level. Bullshit-Level. Ja, auf jeden Fall. Boah, hab ich einen Bock auf dieses Level. Mann, Mann. Mann, Mann. Das, sieht nicht nur nach Spaß aus. Das ist Spaß, Leute. Wow, so much fun. So much fun. Mit so vielen Segen. Boah, ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikomme. Das ist Crap. Das ist ultra kacke. Okay, 3, 2, 1 und jetzt... Zack, zack, zack. Nein. Warum? Meat Boy. Fliege tiefer. Meat Boy, fliege tiefer. Halte dich bedeckt. Halte dich bedeckt. Oh, nee. Oh, nee.
Oh nee. Oh nee. Oh, Great A. Oh, Spanish. Puh. Mama mia. Ja, immer so einfach. Ah, ich bin da. Okay, ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Sterbe? Ich dachte, ich bin das Bandage Girl da oben. Man ja eigentlich immer auf... Okay. Okay, okay. I see. I see. Okay, das ist ein sehr schmales Fenster, in dem man Zeit hat, ne? Oh, bitte nicht. Oh, bitte, was ist denn das jetzt? Nein. Oh, ein Denkfehler beigemacht, würde ich mal behaupten. Oh, und ich bin doch einmal so durch das Zeitfenster geflutscht. Schade. Das geht aber. Das natürlich nicht. Aber insgesamt geht es, dass man... Ah, das ist machbar. Das kann man schnell genug sein. Okay, sehr schön. Genau. Das war... Nein. Das war der Fehler. Man musste halt so durchflutschen, ne? Von der anderen Seite aus. Wenn du das anders machen willst, funktioniert es einfach nicht. Schlicht und ergreifend. Ups. Da war ein Bandage. Frage ist, Herr Wolowizard, wollen Sie dieses Bandage überhaupt? Sind Sie heiß darauf? Ich weiß es noch nicht. Bin da gerade ein wenig unschlüssig. Okay, okay. Und. Nee. Bandage haben wir. Okay, da muss man dann... Muss man dann von einer schnellen Truppe sein, ne? Würde man jetzt sagen. Hey, das... Sei auf einer schnellen Truppe, nehme ich nicht. Verarbeitet. Wir haben die schnelle Truppe und es gibt die Assis. Dann bin ich wohl bei den Assis. Vermutlich. Nee, nee. Oh, fuck it. Aber ich glaube. Ich glaube, ich brauche das halt so oder so, oder? Also ich muss ja hier lang. Weil man kann vielleicht doch da oben. Ja, das war eine schnelle Truppe. Wir haben zumindest das Bandage. Zumindest das Bandage haben wir schon mal. Kann ich auch vielleicht... Ach, Quatsch. Alter, was ist denn los mit dir? Natürlich geht das nicht. Siehst du doch. Ich weiß halt auch nur nicht, wie ich das hier wirklich... Okay, das war viel schneller. Sehr schön. Damit haben wir dieses Level auch geschafft. Gucken wir mal, wo wir sind. Fehlen nur noch 3 Level der Dark World. Und ich würde sagen, die gehen wir im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.